Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Eine Wohnung mit Badelandschaft zum Verlieben. Für Sie umgebaut. Eine 3-zu-1-Zweiraumwohnung. Das geräumige Bad mit Badewanne und Dusche bietet zudem immer noch genügend Freiraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy. Total Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe aus Altersgründen in der Teppichwelt Hoyerswerda. Teppichböden, CV-Belege, Gardinen, Dekostoffe, Matratzen und sämtliches Zubehör. Alles bis zu 70% reduziert. Beste Qualität, niedrige Preise. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Knobi Vital. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 12. Februar. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir starten heute künstlerisch mit einer Ausstellungseröffnung in Senftenberg in unsere Kurznachrichten. Mehr dazu und weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Es kommt wieder Farbe in die Flure des Gesundheitsamtes. Christine Hellebrand aus Niems stellt eine Auswahl ihrer Werke in Öl, Acryl und Aquarell aus. Landrat Sigurd Heinze eröffnete am Mittwochnachmittag die Veranstaltung. Für musikalische Begleitung sorgte in gewohnter Weise die Kreismusikschule. Die ausstellende Künstlerin ist gelernte Friseurin und Fachverkäuferin und begann 2006 mit der Malerei. Dazu besuchte Christine Hellebrand einen Kurs an der Kreisvolkshochschule. Regelmäßig trifft sich die heute 68-Jährige mit weiteren Interessierten zum gemeinsamen Malen im Niemscher Bürgerhaus, wo die Bilder auch zu sehen sind. In der ersten und zweiten Etage des Gesundheitsamtes bietet sich Künstlern der Region regelmäßig die Möglichkeit, ihre Werke frei zugänglich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Bärbel Wallmann und ihr Team vom Sachgebiet Wirtschaft und Förderung organisieren die Ausstellungen, informiert der Landkreis OSL. Die Werke der Niemscher Künstlerinnen können noch in den nächsten Wochen bestaunt werden. In Weißwasser soll in diesem Jahr die Eisarena früher beeist werden als sonst. Wir haben nochmal über die Möglichkeit diskutiert und wollen jetzt schon am 5. August Eis machen, so Oberbürgermeister Thorsten Pötsch. Eigentlich sollte das Eis in diesem Jahr erst am 22. August kommen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung habe man nun aber jedes Projekt nochmal unter die Lupe genommen, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Gleich zwei gute Argumente sprachen für eine zeitigere Beeisung. Das Torwartcamp von Sebastian Elving, das sich inzwischen fest etabliert hat und in ganz Deutschland bekannt ist. Und natürlich das Interesse der Lausitzer Füchse, möglichst früh aufs Eis zu können, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Die zusätzlichen Kosten, die die Stadtverwaltung aktuell auf 22.000 Euro schätzt, sollen über Sponsoren finanziert werden. Außerdem arbeite man daran, eine möglichst hohe Auslastung hinzubekommen. Eine langfristige Lösung, auch für die nächsten Jahre, sei das allerdings nicht. Ich hoffe immer noch, dass sich der Freistaat an der Betreibung beteiligt, so Pötsch. Im Landkreis Bautzen startet jetzt die Umtauschaktion zum EU-Kartenführerschein. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Der neue EU-Führerschein soll fälschungssicher sein und damit Missbrauch verhindern helfen. Die Europäische Union hatte bereits 2006 den Beschluss zur schrittweisen Einführung des neuen Dokumentes gefasst. Nunmehr ist dieser Beschluss auf Landesebene von den jeweiligen Behörden umzusetzen. Betroffen sind alle Führerscheininhaber, deren Dokumente vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Der Umtausch ist, je nach Ausstellungsdatum oder Geburtsjahr, bis spätestens 2033 in den Kraftfahrzeugämtern des Landkreises vorzunehmen.
Das neue Dokument kostet bis zu 50 Euro und gilt für 15 Jahre. Der Landkreis Bautzen hat jetzt den neuen Abfallkalender für 2020 herausgegeben. Wer noch kein Exemplar erhalten hat, kann sich jedoch den Weg zu seiner Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung sparen. Wie das Landratsamt dazu mitteilt, kann der Abfallkalender auch übers Internet auf der Homepage des Landkreises als PDF-Datei heruntergeladen werden. Als weiteren Service bietet das Amt auf seiner Internetseite eine Erinnerungs-App zum Herunterladen an. Von dieser kann sich der Nutzer dann regelmäßig an die Abfuhrtermine erinnern lassen. Nach wie vor halten das Landratsamt sowie die Städte- und Gemeindeverwaltung auch Druckexemplare des Abfallkalenders vor, die persönlich dort abgeholt werden können. Faire Löhne fürs Burgerbraten, das fordert die Gewerkschaft Nahrung Genussgaststätten in Ostsachsen. Bislang, so Gewerkschaftssekretär Volker Heinrich, bekommen die Angestellten bei McDonald's, Burger King und Co. zumeist lediglich den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft hingegen verlangt armutsfeste Löhne von mindestens 12 Euro pro Stunde. Allein McDonald's betreibt im Kreis Bautzen 4 Filialen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft NGG und dem Bundesverband der Systemgastronomie. Aktuell reichten die Löhne kaum, um ohne einen Zweitjob oder staatliche Stütze über die Runden zu kommen, so Volker Heinrich. Die schlechte Bezahlung führt nach Einschätzung der NGG auch zu einem verschärften Personalmangel in der Branche. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Bereits gestern waren wir für Sie auf der Suche nach dem Schnee. Im Zittauer Gebirge ist meine Kollegin schließlich fündig geworden. Doch die Suche geht weiter. Dieses Mal in der Niederlausitz. Mein Kollege Georg Lehmann war für sie unterwegs. Es waren diese Aufnahmen, die uns den Winter suchen ließen. Also Dezember, Januar, Februar möchte ich schon den Winter haben. Aber es geht ja nicht danach. Vielleicht geht es doch. Nachdem wir das letzte Mal den Schnee an der deutsch-tschechischen Grenze gefunden haben, geht die Suche dieses Mal in der Niederlausitz weiter. Es führte uns in die Seestadt nach Senftenberg, ins Snotropolis. Der Schnee kann hier nicht nur bewundert, sondern auch gleich mit Skiern, Snowboard oder Schlitten getestet werden. Die 130 Meter lange Abfahrt bietet mit ihren unterschiedlichen Gefällen verschiedene Schwierigkeitsstufen. Im Winkel bis zu 25 Grad können sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Schneesportler die Fahrt genießen. Mit einem Lift werden die Ski- und Snowboardfahrer an den Start der Strecke transportiert. Für die Rodler gibt es auf der rechten Hallenseite ein Transportband. Oben angekommen kann es dann auch schon losgehen. Doch wo kommt der Schnee eigentlich her? Wir produzieren unseren Schnee selber mit einer Schneemaschine. Die steht außerhalb unserer Skihalle, weil ja die Motoren und Maschinen Wärme erzeugen. Und wir können bis plus 24 Grad Celsius Schnee produzieren. Nachdem man sich in der weißen Kälte ausgetobt hat, gibt es auf der Gipfelhütte dann die Möglichkeit auf ein heißes Getränk oder allerlei Snacks. Schaulustige, die sich nicht in den Schnee stürzen wollen, haben die Möglichkeit, dem Treiben von der Snotropolis Bar aus zuzuschauen. Die Bar bietet zudem ein gemütliches Ambiente mit einer großen Besonderheit. Wir sind die einzige Skihalle in Deutschland, die eine große Panoramascheibe hat zur Piste, wo man also ganz bequem sitzen kann, Kaffee trinken kann oder auch etwas essen kann und dann auf die Piste schauen kann. Die Bar in das Restaurant kann man immer, ne, das machen ganz gerne Eltern, die ihre Kinder zur Skischule abgeben und sich dann da oben reinsetzen ins Warme und einfach zuschauen, wie ihre Kinder da Ski oder Snowboard fahren erlernen. Übernachtungen sind ganzjährig bei uns möglich, also das ist nicht abhängig von den Öffnungszeiten der Skihalle. Unsere kleinen, gemütlichen Ferienhäuser können ganzjährig genutzt werden. In den Winterferien haben hier Sportler, Rodler und Schneesportneulinge von 10 bis 21 Uhr die Chance auf Schnee in diesem verregneten Februar. Neben den regulären Preisen gibt es dann auch noch einige Angebote. Für Familien haben wir ein Familienticket, das beinhaltet zwei Erwachsene und ein Kind und jedes weitere Kind, wo die Familien dann ein bisschen sparen können beim Eintritt in die Skihalle. Deswegen haben wir extra diese Familientickets oder die Rodeltickets extra, die sind auch nochmal
extra, ne, damit die Leute nicht in den Eintritt wie beim Ski- oder Snowboardfahren bezahlen müssen, gibt es dann noch für das Rodelticket extra Angebote. Das Snowtropolis pflegt eine gute Zusammenarbeit mit der nahegelegenen Eisbahn. Zwar gibt es kein Gemeinschaftsticket, aber auch in der Eishalle den Winter zu erleben. Wenn Sie also noch unverplante Ferientage im Kalender haben, füllen Sie diese doch mal mit einem kleinen Stück Winter. Bei uns im Programm geht es nun weiter mit dem täglichen Blick in den Polizeibericht. Nach einem versuchten schweren Raub in Neusalza-Spremberg hat die Polizei am Montagabend einen Mann verhaftet. Der hat im Eingangsbereich einer Bank am Obermarkt einen Kunden mit einem Messer angegriffen, um an sein eben abgehobenes Geld zu gelangen. Der 54-Jährige wurde am Hals getroffen, er konnte den Räuber aber in die Flucht schlagen. Aufgrund der sehr guten Täterbeschreibung konnte die Polizei wenig später einen 19-jährigen tatverdächtigen Deutschen stellen. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich in der Direktion Görlitz unter der Rufnummer 468 100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. In Bautzen hat es am Montagabend gebrannt. Eine Zeugin hatte verdächtigen Rauch aus einer Wohnung an der Großen Brudergasse gemeldet. Polizei und Feuerwehr wurden kurz vor 6:30 alarmiert. Der Brand konnte rasch gelöscht und so ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden ist bislang nicht endgültig beziffert, wird sich aber vermutlich auf mehrere tausend Euro belaufen, so die Polizei. Sie ermittelt auch zur Ursache des Feuers. Nach zwei Taschendiebstählen bittet die Polizei um erhöhte Vorsicht. In einem Einkaufsmarkt an der Stolpner Straße in Arnsdorf haben Unbekannte in einem unbeobachteten Moment den Stoffbeutel einer 83-Jährigen aufgeschnitten und ihre Geldbörse mit ca. 150 Euro gestohlen. In einem Lebensmittelmarkt in Radeberg ist eine Diebin ähnlich vorgegangen. Auch hier wurde der Beutel einer älteren Frau aufgeschnitten und die Geldbörse mitgenommen. Um ihn nicht zu leicht erscheinen zu lassen, hatte die Täterin eine Packung Schokoriegel hineingesteckt. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 76-Jährige den Diebstahl, er beläuft sich auf rund 100 Euro. Als mögliche Tatverdächtige beschrieb die Seniorin eine etwa 30 Jahre alte Frau mit südländischem Aussehen. Unbekannte haben am vergangenen Freitagmorgen zwischen 1 und 3.30 Uhr zwei Geldautomaten an der Hauptstraße in Neugersdorf aufgebrochen. Sie erbeuteten mehrere 10.000 Euro. Sie hielten sich über die gesamte Zeit im Bereich des Geldinstitutes auf und betraten mehrfach die Filiale. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Gibt es Zeugen, die in der fahrtlichen Zeit Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nehmen das Polizeirevier Zitteroberland unter der Rufnummer 03583 620 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch die Polizei in Bautzen bittet jetzt um Mithilfe nach einem Unfall mit Fahrerflucht. Bereits am 23. Dezember hat auf einem Parkplatz an der Stieblerstraße im Husanhof vor der Apotheke ein Ford einen Skoda gerammt. Er hatte gegen 18.50 Uhr dabei den vorderen Stoßfänger des Superb getroffen. Rund 1.000 Euro Sachschaden entstand am Skoda. In ihm saß jedoch eine Zeugin. Sie und zwei weitere Beobachter hatten sich das Kennzeichen notiert. Diese beiden, die anschließend in die Drogerie gingen, werden nun gebeten, mit dem Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 3560 Kontakt aufzunehmen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann mit weiteren Neuigkeiten aus der Region zurück. Bleiben Sie also dran. Lea? Anna? Bist du da? Oh, wie ich sehe, wart ihr fleißig. Jetzt weiß ich auch, warum ich dich so lange nicht gesehen habe. Ich kann es auch immer noch nicht glauben. Es ist meins, einfach so. Es ging auch alles super schnell und... Ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ah ja, achso, nee, das ist gar nicht von ihm. Das ist von der ABS. Oh! Dein eigenes Zuhause. Traust dir zu. Mit der LBS. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.
Damit willkommen zurück. Mit einer sportlichen Kooperation in Bischofswerda geht es nun weiter im Programm. Welche Partnerschaft das Projekt Soziokulturelles Zentrum Sport eingegangen ist und weitere Nachrichten vom Tage haben wir jetzt für Sie kurz und kompakt. Die Leiterin des Bildungszentrums Lausitz, Karin Haschke, und BFV-Projektleiter Tommy Klotke haben eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, so Klotke in einer Mitteilung. Der Bischofswerda FV 08 e.V., der bereits seit 2017 das EU-geförderte Projekt Soziokulturelles Zentrum Sport zur nachhaltigen und sozialen Entwicklung der Stadt Bischofswerda betreibt, hat damit einen neuen Partner aus dem Bereich Bildung gewinnen können. Die Kooperation mit dem Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH hat das Projektziel, den Schulsport als Erlebnis- und Interaktionsfach in die sportliche Jugendarbeit zu etablieren, heißt es weiter. Der erweiterte Basissportunterricht, der nun in der Begegnungsstätte des Soziokulturellen Zentrums Sport stattfindet, soll die Ausbildung typischer Schlüsselqualifikationen für Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Gesundheitsbewusstsein unterstützen. Außerdem geht es um die Entwicklung der Fähigkeit, Freizeit eigenverantwortlich und sinnerfüllt zu gestalten. An der Freien Mittelschule Groß-Dubrau laufen derzeit umfangreiche Baumaßnahmen. Der im Sommer begonnene Um- und Ausbau der Aula ist in vollem Gange. In diesem Zuge wird der große, bislang nicht beheizbare Raum im Dachgeschoss des Schulgebäudes so umgebaut, dass er sowohl in mehrere Klassenzimmer unterteilt als auch in seiner Gesamtheit genutzt werden kann. Möglich wird dies durch mobile Wände, die die bisherige Aula künftig unterteilen. Dafür musste das Dach teilweise abgebaut und erhöht werden. Hinzu kommen Arbeiten in den Bereichen Brandschutz und Elektroinstallation. Die Gesamtkosten liegen bei ca. 715.000 Euro. Die Freie Mittelschule existiert seit 2007 und erhielt 2010 die staatliche Anerkennung. Am Standort der Freiwilligen Feuerwehr Köln, der Gemeinde Radibor, ist in den letzten Monaten ein Neubau emporgewachsen. Bislang mussten sich die Kameraden in der nicht beheizbaren bisherigen Halle auf die Einsätze vorbereiten. Toiletten standen nicht zur Verfügung. Zuletzt befasste sich der Gemeinderat im Sommer 2019 mit dem Vorhaben, als es galt, die um 70.000 Euro gestiegenen Kosten aus der pauschalen Förderung für Gemeinden im ländlichen Raum zu begleichen. Die Koordinierungsstelle der Naturschutzstation im Landkreis Bautzen ist eröffnet. Das hat die Kreisverwaltung jetzt mitgeteilt. So sollen mit der Schaffung der Koordinierungsstelle die 4 anerkannten Naturschutzstationen im Landkreis stärker vernetzt und das Thema Naturschutz weiter in den Fokus gerückt werden, heißt es in der Meldung weiter. Mit der Koordinierungsstelle sei eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, die zukünftig Haupt- sowie ehrenamtliche Akteure im Naturschutz stärker unterstützt, so die Beigeordnete Birgit Weber während der Eröffnung. Hauptakteure für die praktische Arbeit im Naturschutz des Landkreises sind die Naturschutzstationen und der Förderverein Sächsische Vogelschutzwarte in Neschwitz, das Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland in Neukirch sowie die Naturschutzstation Grevenhain. Die Aktion Zivilcourage begleitet derzeit 5 Schulen in Sachsen, so auch in Hoyerswerda und Königsbrück bei einem Projekt Schule und digitale Demokratie. Dies teilt der Bildungsträger anlässlich des gestrigen Safer Internet Day mit. Der Tag soll Menschen für einen achtsamen Umgang im Netz sensibilisieren. Die Lebens- und Erfahrungswelten von Schülern und Lehrern seien durch die Digitalisierung und verschiedene Mediennutzung meilenweit voneinander entfernt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Mitarbeiter des Projekts schaffen Raum für Gespräche und haben ein offenes Ohr für die Probleme und Sorgen der Schüler. In Infoabenden geben Eltern und Lehrkräfte einen Einblick in die Lebenswelt der Jugendlichen, zeigen Gefahren, aber auch Potenziale auf. Ziel sei es, Schulen in der Erarbeitung nachhaltiger Angebote zur Förderung einer digitalen und durch Beteiligung bestimmten Schulkultur zu begleiten, heißt es weiter. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem historischen Kalenderblatt sowie den Veranstaltungstipps und natürlich den Wetteraussichten. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nach
Nachweislich 1845 wurde in Dörrwalde die heutige Holländermühle eingeweiht. Es war nicht die erste im Dorf. Bereits 1609 wurde im Steuerregister des Amtes Senftenberg eine Bockwindmühle benannt. Allerdings durch Brände wurden diese immer wieder stark in Mitleidenschaft gezogen. Das betraf übrigens auch die neue. 1902 wurde durch ein Feuer die komplette Technik zerstört. 6 Jahre später ist es ein Sturm, der große Schäden anrichtet. Mit der technischen Revolution wurden erst eine Dampfmaschine, ab 1923 elektrischer Strom zum Antrieb genutzt. Bis 1959 war die Mühle in Betrieb. Später wurde das Grundstück von der LPG genutzt, die jedoch 1988 den Komplex leerzog. Ein Kaufmann aus Oberfranken erwarb 1996 das mittlerweile ziemlich verwahrloste Anwesen und sanierte es Stück für Stück. Die Dörrwalder Mühle ist heute wieder ein Wahrzeichen des Ortes mit Gastronomie und Pensionszimmern. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda am Donnerstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Ab 14 Uhr ist dort Seniorenkaffee-Nachmittag. Zeitgleich beginnt die Computerstunde. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda wird am Donnerstag ab 9 Uhr die Zirkus-Workshop-Woche Lausitz Jumping Smileys fortgesetzt. Kito und die Tanzfibel, das Puppentheater nach dem Buch von Gerhard Henrich, wird auch am Donnerstag ab 9.30 Uhr im Burgtheater in Bautzen gezeigt. Es ist für Steppkes ab 5 Jahre. Pia und die Trollprinzessin, eine Geschichte aus Norwegen mit der Musik von Edvard Grieg, gibt es auch am Donnerstag ab 10 Uhr im Theater in Zittau. Das ist für Kinder ab 6 Jahre geeignet. Am Donnerstag ab 10 Uhr geht in der KUFA in Hoyerswerda am Markt das Ferienprogramm im Workshop mit digitalen Medien Kulturschaffen weiter. Schüler zwischen 9 und 12 Jahren können kostenfrei daran teilnehmen. Sie können am Donnerstag in Weißkreisel Blut spenden von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem Truppenübungsplatz. Die Kindervogelhochzeit mit dem sorbischen Nationalensemble wird am Donnerstag in der Stadthalle Cottbus gefeiert. Beginn ist 11 Uhr. Im Natz in Hoyerswerda am Markt kann am Donnerstag ab 14 Uhr in der AG Mineralogie mitgearbeitet werden. Die Holzwerkstatt öffnet 15.30 Uhr. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Donnerstag ab 14 Uhr Clubtag. Der Internetpoint kann ab 15 Uhr genutzt werden. Daneben ist Zeit zum Quatschen und Zuhören. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt die Hausaufgabenhilfe. Beim Kulturbund in der Langstraße in Hoyerswerda wird am Donnerstag ab 14 Uhr im Bücherregal gestöbert. Mitglieder stellen bei Literatur und Café ihre aktuelle Lieblingslektüre vor. Der Nachbarschaftshilfeverein öffnet am Donnerstag um 14.30 Uhr in Lauta das Stelldichein in der Einsteinstraße zum Kaffeeklatsch. Sie können am Donnerstag auch in Löbau Blut spenden von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Schule an der gleichnamigen Straße. Bei Mosaika e.V. in Bischofswerda können sich Interessierte am Donnerstag in der Acrylmalerei ausprobieren. Start in der Thälmannstraße ist um 15.30 Uhr. Im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum in Hoyerswerda läuft am Donnerstag um 16 Uhr Nur die Füße tun mir leid, 900 Kilometer Jakobsweg, eine Dokumentation. Um 20 Uhr wird das amerikanische Drama Der Leuchtturm gezeigt. Das Landesamt für Archäologie Sachsen lädt am Donnerstag zum nächsten Vortrag in Begleitung der Sonderausstellung Steinschläger Pechkocher Herzensbrecher ein. Beginn ist um 18 Uhr im Saal der Stadtbibliothek Weißwasser in der Straße des Friedens. Am Donnerstag findet im Rahmen der Kamenzer Lessing-Akzente ein Vortrag mit äußerst spannenden Details aus dem Lebensumfeld von Gotthold Ephraim Lessing statt. Professor Dr. Liane Weißenberg aus Philadelphia spricht zum Thema »Ein Schüler Lessings wird Spion«. Beginn im Lessing-Museum ist um 19 Uhr. Ebenfalls am Donnerstag um 19 Uhr lädt der Hoyerswerda Kunstverein ins Schloss Hoyerswerda zu einem Filmabend und zu einem Gespräch mit dem Regisseur Bernd Cäsar Langnigel ein. Er war Abiturient des Lessing-Gymnasiums der Stadt. Ein Film des Abends von ihm, Die Rache des Rothaarigen, zeigt den Schauspieler Peter Bause. Langnickel wird von der Zusammenarbeit mit ihm erzählen. Und im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Kinoprogrammwoche unter anderem die Streifen Nightlife, Sonic und Die Hochzeit. Nachts wechselnd bewölkt, teils klar bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt.
Am Donnerstag nach anfangs freundlichen Abschnitten und 7 Grad, zum Abend hin langsam zunehmend dichte Wolken und später Regen. Am Freitag durchweg wolkenreich bei maximalen 6 Grad. Am Samstag gibt es wieder etwas Sonne und es wird milder. Die Höchsttemperaturen können 10 Grad erreichen. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Mittwoch. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen angenehmen Abend. Wir sind dann morgen wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.